Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich mit euch über einen Laptop reden, der mich schon seit langem begleitet. Das MacBook Pro aus Mitte 2014 mit 15 Zoll. Let's go! Das MacBook Pro aus Mitte 2014 begleitet mich schon auf einem sehr, sehr langen Weg durch Studium, der Selbstständigkeit und viele andere Projekte. Viele werden sich jetzt aber nun denken, warum sollte ich ein MacBook, was älter als 6 Jahre ist, in 2020 kaufen? Genau diese Frage werde ich euch in diesem Video beantworten. Fangen wir doch beim Design an. Das MacBook Pro hat ein Unibody-Design, welches man heute auch noch von allen neuen MacBook-Geräten kennt. Der Body verfügt über ein Silber-Aluminium-Finish, welches mit einem weißen Apple-Logo auf der Rückseite des Gerätes verziert ist. Der Transport des Notebooks ist auch unproblematisch, da es nur knapp 2 Kilo schwer ist. Beim Display komme ich noch heute zum Schwärmen, da es auch für die heutige Zeit mit seiner Retina-Technologie und der Auflösung von 2880x1080 Pixeln zu den besseren Bildschirmen gehört. Die Tastatur und das Touchpad sind meiner Meinung nach eine der besten, die Apple jemals gemacht hat. Bei den derzeitigen Butterfly-Tastaturen bei MacBooks aus dem Jahr 2019 kann man das natürlich nicht behaupten, denn diese sind zum Arbeiten unbrauchbar und mussten bei manchen Nutzern sogar ausgetauscht werden. Das Force Touch Trackpad ist unverändert bei allen Modellen ein wundervoller Ersatz zur eigentlichen Maus und hilft mir unterwegs auch effektiv zu arbeiten. Das eigentlich Beste an diesem Notebook sind die verfügbaren Ports. Das MacBook Pro aus 2014 hat zwei USB 3.0 Anschlüsse an beiden Seiten. Auf der linken Seite finden sich außerdem zwei Thunderbolt 2 Anschlüsse und eine Kopfhörerbuchse, während auf der rechten Seite ein HDMI-Anschluss und ein Kartensteckplatz zur Verfügung steht. Bei neuen Modellen aus dem Jahr 2019 sucht man vergeblich nach weiteren Ports, außer die vier USB-C Anschlüsse, welche gleichzeitig auch zum Laden benutzt werden können. Für die Leistung sorgt ein 2,2 GHz Intel Core i7 mit einem Turbo Boost von bis zu 3,4 GHz. Auch bei der Speicherung von Daten kann sich der Laptop immer noch sehen lassen. Das MacBook Pro hat eine Datenübertragungsrate von mehr als 285 Megabit pro Sekunde. Auch im Bereich Akku kann das MacBook aus 2014 mit seiner integrierten Lithium-Polymer-Batterie aufzeigen, da man locker den ganzen Tag damit arbeiten kann. Leider ist mein MacBook schon ein bisschen älter und deshalb auch nicht mehr so flexibel wie ein neues Gerät. Trotzdem kann ich mehrere Stunden arbeiten, ohne eine weitere Ladung vornehmen zu müssen. Schlussendlich kann ich natürlich nur für mich sprechen. Aber mein 6 Jahre altes MacBook Pro aus 2014 ist heute noch ein sehr guter Laptop, mit dem ich 4K-Videos schneide und allerlei Arbeiten erledige. Wer nach einer günstigen MacBook Pro-Alternative sucht, welche relativ alte Technologie verwendet, aber trotzdem ihre Leistung bringt, der ist mit dem MacBook aus 2014 sicher zufrieden. Neuwertige MacBooks gibt es leider nicht mehr, aber gebrauchte bzw. refurbished Geräte gibt es immer wieder zu einem günstigen Preis. Das war's dann auch schon wieder mal für dieses Video. Ich danke euch fürs Einschalten. Ich würde mich natürlich über ein Like und ein Abo freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder und ciao.